Spotfight. Wir leben Wrestling. Tommaso Ciampa hat eine Nackenverletzung. Interne Quellen berichten, dass WWE deshalb Pläne für ihn ändern musste. Eigentlich war er für ein 4-Way-Tag-Team-Match gegen Ryder Hawkins, Black Ricochet und ein weiteres viertes Tag-Team eingeplant. Die Verletzung wird seit etwa 5 Wochen immer schlimmer. Ob Tommaso Ciampa operiert werden muss und eine längere Auszeit benötigt, bleibt abzuwarten. WWE Hall of Famer und Ring-Announcer-Legende Howard Finkel soll sich in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand befinden. Finkel soll einen schweren Schlaganfall gehabt haben und selbst enge Vertraute wissen nicht um seinen genauen Gesundheitszustand. Dean Ambrose Update. Eigentlich war Dean Ambrose für die Raw-Ausgabe vom 13. Mai in London eingeplant, mittlerweile wurde er aus der Planung gestrichen. Die WWE versucht seit Monaten, den abwanderungswilligen Ambrose von einem Verbleib beim Marktführer zu überzeugen. Nikki Bella fokussiert sich aktuell auf eine Beziehung mit dem Dancing with the Stars Partner Artem Chikvintsev. TMZ berichtet, dass Bella keine Zukunft mit Cena sehen würde. Dana Warrior ist neuerdings Teil des Kreativteams von WWE. Die Witwe des Ultimate Warriors ist laut Pro Wrestling Sheet sehr beliebt bei den Verantwortlichen und hat auch eine andere Rolle angeboten bekommen, die sie jedoch abgelehnt hat. Ronda Rousey verlässt WWE aller Voraussicht nach am 9. April. Rousey ist für alle WWE-Events bis WrestleMania am 8. April angekündigt. Danach promotet WWE nicht mehr mit ihr. Sie wird die Company nach aktuellem Stand nach WrestleMania 35 verlassen und eine Familie mit ihrem Mann Travis Brown gründen. Auf Twitter lieferte sich Rousey mit Becky Lynch einen intensiven Schlagabtausch. WWE erlaubte den beiden einen Krieg der Tweets. Die teilweise explizite Sprache wurde allerdings nicht von den Offiziellen abgenickt.